Sie sind klein und flauschig. Kurz vor Ostern werden knapp 600 frisch geschlüpfte Küken vom Rassegeflügelzuchtverein Niederroden geimpft. Also geimpft werden die Eintagsküken gegen eine Erkrankung, die nennt sich Marek'sche Krankheit. Das ist eine Viruserkrankheit, die Lahmheiten verursacht, aber auch Tumore verursacht später im Alter, wenn die älter werden. Mit hohen Verlusten, und die müssen gleich nach dem Schlupf am ersten Lebenstag geimpft werden, sonst hilft das nicht mehr. Das heißt, das Feldvirus ist sozusagen dann schneller als das Impfvirus. Ne? Und deswegen Impfung so früh wie möglich. Und man impft die in den Muskel, intramuskulär, hier in den Unterschenkel. Die kriegen 0,2 Milliliter pro Tier. Das ist natürlich unheimlich viel, ne? 0,2 Milliliter in so einen kleinen Schenkel. Das ist so, als wenn ich ihnen so 200 Milliliter in die Wade jage. Die Impfung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern wird auf Wunsch des Vereins durchgeführt. Ja, das findet viermal, haben wir die Termine festgelegt, im Frühjahr statt. Wir haben uns freiwillig dazu entschlossen, es ist keine Pflichtimpfung. Aber da immer wieder mal Krankheiten auftreten, und das wollen wir halt vermeiden, und deshalb impfen wir. Okay.